In diesem Tutorial geht es heute darum, um die C-Dur-Tonleiter, wo man sie auf der obersten Ebene spielen kann. Aus der C-Dur-Tonleiter ergeben sich dann diese drei Klänge wie C-Dur und das werde ich dann im Anschluss auch nochmal erklären. Wenn wir unsere Saitengrundstimmung erstmal nehmen, dann haben wir hier den Ton E auf der E-Seite, Ton A auf der A-Seite, Ton D auf der D-Seite, Ton G auf der G-Seite, H auf der H-Seite und E wieder auf der E-Seite. Also wir schließen hiermit mit diesen beiden Seiten eine Oktave. Gut, also wo finde ich jetzt also die Tonleiter, die C-Dur-Tonleiter? Dazu möchte ich dich ermutigen, auf meine Seite zu gehen, die hier eingeblendet wird. Und du kannst dir dort auch einmal die Noten vor Augen führen, kannst es dir also runterladen. Ich habe Unterlagen diesbezüglich angefertigt, um dann dieses Video vielleicht besser verfolgen zu können. Die C-Dur-Tonleiter enthält 8 Töne. Und zwar beginnt sie erstmal logischerweise mit dem C. Nächster Ton ist der Ton D. Dann kommt der Ton E, dann kommt der Ton F und damit ist der erste Takt erstmal fertig. Dann kommt der nächste Takt, folgt das G, Ton G, Ton A, Ton H und wieder Ton C. Damit endet dann die C-Dur-Tonleiter. Aus diesen 8 Tönen kannst du dann auch einen sogenannten Akkord bzw. Dreiklang erzeugen. Das kommt aber gleich. Fangen wir zunächst mit der C-Dur-Tonleiter an. Das tiefe C findest du auf dem dritten Bund der A-Seite, also hier. Wenn du hier die Seite verkürzt, auf dem dritten Bund hast du das tiefe C. Der nächste Ton ist das D und da können wir jetzt die D-Seite offen spielen. Jetzt kommt der Ton E, den findest du auf dem zweiten Bund der D-Seite. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Zwischen den Tönen E und F gibt es keinen Halbton, ebenso wie zwischen H und C. Deswegen gehst du nur einen Bund weiter und findest hier das F. Das war der erste Takt. Ich spiele ihn noch einmal. C, D, F. Noch einmal, ganz langsam. Der nächste Ton ist Ton G. Damit können wir wieder unsere offene G-Seite spielen. Dann gehe ich auf den zweiten Bund der G-Seite. Da ist das A. Nächster Ton wäre jetzt das H. Das H haben wir wieder auf einer Seite liegen. Und wie ich bereits erwähnt habe, zwischen H und C gibt es auch keinen Halbton. Also habe ich am ersten Bund das hohe C. So, wie baut sich nun ein Dreiklang auf? Ein Dreiklang baut sich folgendermaßen auf. Einmal den Grundton. Nehmen wir mal das C. Der dritte Ton ist das E in der Tonleiter. Also nehme ich mir das E noch vor. Und das ist der sogenannte Terzton. Jetzt kommt noch das G hinzu, also die Quinte. Und das wäre das G. Der fünfte Ton in dieser Tonleiter ist der Ton G. Und somit habe ich bereits meinen ersten Dreiklang. Wenn ich also das C spiele, das E spiele und die offene G-Seite. Dann habe ich einen C-Dur-Klang. Jetzt ist es aber so, es ist kein Dogma in der Musik. Du musst nicht mit dem Grundton anfangen, du kannst also auch mit der Quinte zum Beispiel anfangen. Und wenn du das jetzt genau mal verfolgst,
dass nach dem E das F kommt und nach dem F kommt der Ton G, dann kannst du dir jetzt also schon anhand der oberen E-Seite den Ton G suchen. Denn du hast einmal das E, klar, danach hast du die Seite gestimmt, dann hast du bereits am ersten Bund das F, weil zwischen E und F gibt es keinen Halbton. Und wenn du jetzt zwei Schritte weiter gehst, hast du wieder einen ganzen Ton und nach F kommt das G. Und wenn du jetzt auf den dritten Bund das G greifst, also den hier noch mitgreifst und diesen Ton greifst, dann hast du einen tiefen C-Dur-Klang. Ich mache es dir einmal vor. So klingt der tiefe C-Dur-Klang. Die Quinte, der Grundton und die Terz. Und das, was du hier gespielt hast, ist im Grunde genommen das gleiche, wenn du den einen Finger hier hinsetzt auf die Melodieseiten und du spielst jetzt G, C, E. E ist die Terz, G ist die Quinte, C ist unser Grundton. Und sozusagen, wenn du den Akkord so spielst, spielst du im Grunde genommen zwei Akkorde. Stell dir das bitte einmal vor, wie ein Klavierspieler. Ein Klavierspieler spielt ja auch nicht mit einer Hand. Er spielt auch mit zwei Händen. Mit der linken Hand spielt er die Bassbegleitung und mit der rechten Hand spielt er die Melodie. Sollte es natürlich ein Linkshänder sein, könnte es andersrum sein. Bei der Gitarre zumindest. Bei Klavier weiß ich nicht, ob es beim Klavier auch für Linkshänder Klaviere gibt. Dürfte aber wohl so sein. Und wenn du jetzt beide Akkorde anschlägst, und zwar einzeln, jetzt nur die Bassseiten, und jetzt spielst du doppelt diesen unteren Akkord. Dann hast du das Tata für dein Windows. Okay, das war C-Dur-Tonleiter und Dreiklangbildung in diesem Video. Ich werde weitere Videos noch drehen. Ich habe auch schon einige Videos gedreht. Stille Nacht, Heilige Nacht. Wie spiele ich das? Das Original ist in C. Aber ich werde jetzt erstmal mit den Videos der Akkorde Videos drehen, damit du Schritt für Schritt folgen kannst. Ansonsten, wenn du Direktunterricht nehmen möchtest, triffst du mich im Löffelhaus in Brinkum. Da kannst du mich auch antreffen, beziehungsweise mich vorher anrufen, wann ich den nächsten Kurs wieder im Schaumlöffelhaus in Brinkum geben werde. Bis dahin, ich wünsche dir viel Spaß bei meinen Videos. Wenn sie dir gefallen sollten, erzähle es bitte weiter. Ansonsten behalte es für dich. Und tschüss.